Oh, der läuft. Tatsächlich ist bei Oskar auch gerade noch eine Route abgelaufen. Den Fisch zeige ich euch auch. Und danach noch bei mir eine. Also wirklich volles Chaos gerade. Meine Damen und Herren, es eskaliert völlig. Haha, geil, Alter. Jawoll. Jawoll. Ja, Mann. Yes. Und genau, wegen so Fischen sind wir hier. Komm, geile Nummer, richtig geile Nummer. Leute, ich sag herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin sowas von motiviert auf die kommende Woche. Ich kann es euch gar nicht sagen, aber erstmal zurück im Text. Ich befinde mich gerade in der Steiermark und ich bin auf dem Weg nach Slowenien. Allerdings nicht nur zum Angeln, das wäre schön, allerdings kann ich auch angeln. Die Aufgabe wird sein, für diese Woche jede Menge an Launch-Content zu produzieren. Zum einen für Korda, zum anderen für Mainline. Und dazu treffe ich mich mit meinem Kollegen und mittlerweile guten Kumpel, mit dem Oskar. Der Oskar ist Italiener. Kommt aber aus Südtirol, spricht Deutsch, ist ein richtig feiner Kerl. Mit dem habe ich mich verabredet für 3-4 Tage am Wasser, um den Content zu produzieren. Und ich habe heute Morgen, ja, ich würde mal sagen, relativ kurzfristig entschieden, hey, ich filme das Ganze mit. Das wird ein Riesenspaß werden. Ich freue mich schon mega drauf, schon Wochen drauf. Und jetzt stehe ich aktuell noch irgendwo in der Steiermark auf einem Parkplatz, warte, dass der Baumarkt öffnet. Denn ich brauche noch Gas. Es ist echt kalt noch draußen. Wir haben zwar tagsüber 10, 12 Grad. Nachts ist es aber immer noch so, ja, ich würde mal sagen, um den Gefrierpunkt. 10 Minuten dauert das jetzt noch circa, bis die öffnen. Dann kriege ich hoffentlich Gas. Und dann habe ich noch, ja, gute 30, 40 Minuten Autofahrt vor mir. Ja, und ich freue mich schon. Der Oskar ist schon irgendwo am See, in der Nähe zumindest. Und ich kann es kaum erwarten, dass die hier endlich mal aufsperren. Die ist wieder voll. So, es ist soweit. Wir haben unsere erste Runde um den See gedreht. Ich und der Oskar gemeinsam mit dem David. Der David ist hier Bailiff. Der arbeitet auch in einem Angelgeschäft ganz hier in der Nähe. Der ein oder andere wird ihn vielleicht sogar kennen. Und wir haben uns auf einen Platz geeinigt, Platz 8. Das Einzige, was wir noch nicht haben, ist, wer links und rechts angelt. Der David hat gemeint, der linke Spot ist sehr, sehr gut. Da kann man dann so eine, man kann das vielleicht im Hintergrund sehen, an so eine kleine Halbinsel ranangeln. Da hängen auch ein paar Bäume rüber. Der zweite Platz ist eher so im mittigen Bereich, da werden wir jetzt gleich eine Münze werfen. Aber erstmal stelle ich euch den Kollegen hier vor, der Oskar Brügger. Wo ist er? Da ist er. Hallo alle. Bist du motiviert, Jung? Sehr motiviert, wie immer. Wie immer. So kennt man ihn. Das Witzige ist, der Oskar ist tatsächlich Italiener. Ihr habt es gesehen oder gemerkt, ein bisschen spricht er Deutsch. Das kommt daher, dass der aus Südtirol kommt. Und was er noch gerade erzählt hat, er ist Sturm Graz-Fan, also ein Italiener, der einen österreichischen Fußballclub unterstützt. Sehr 30. April, alle ins Stadion, Cup-Finale. Genau, sehr sympathisch. Wir werden jetzt erstmal die Karren ausräumen, die Karren dann wegparken und dann werden wir eine Münze werfen oder vielleicht sogar schon vorher. Das werden wir gleich sehen. Du hast ja gesagt, du willst rechts sein, nicht? Habe ich das? So, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Wir wollen natürlich irgendwie beide links. Wobei, ich bin gar nicht so sicher, der Oskar glaube ich schon. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir werfen eine Münze und du hast die Wahl, Kopf oder Zahl? Na, Ladies first, du darfst aussuchen. First. Ich habe gerade einen richtig guten Reim gebracht. dann sage ich Kopf. Musst du Zahl sagen? Schon eine echte Münze, nicht, dass du die vorher präpariert hast. Dass die ja, die ist echt. Die habe ich tatsächlich gerade von Oskar bekommen. Kopf, und hier auf Kopf fällt. Einmal eine Zahl und einmal ein Indianerkopf. Was hast also du gesagt? Kopf? Ja, ich habe gesagt Kopf. Okay, dann wirf. Ach so. Zahl. Okay, du hast die erste Wahl.
Scheiße. So, Oskar. Ich fisch rechts. Nein, Scherz, links klarerweise. Ja, ich auch schon. Das ist ungefähr so wie, keine Ahnung. Also der Oskar fischt links, ich fische rechts. Tatsächlich, glaube ich, ist das gar nicht so schlecht auch für mich. Wir haben ja 4 Nächte Zeit jetzt am Ende des Tages und da kann man auch über die Zeit so ein bisschen was aufbauen. Wir werden ein bisschen vorsichtig beginnen, würde ich sagen, mit etwas weniger Futter. Leichte Bleie da reinwerfen auf diese kleinen Futterplätze. Da links kann man dann diese Büsche ranangeln. Das werden wir sehen, ob der Oskar das gut hinkriegt. Kannst du mir mal helfen, oder? Ja, ich werde dir auf jeden Fall helfen. Ich werde auf jeden Fall alles filmen. Jeder Wurf, der in die Bäume geht, wird ganz genau dokumentiert. Dann wird es keine Outtakes geben, da bin ich mir sicher. Ah, wird es keine Outtakes geben. Ja, ja, ihr merkt schon, ich und der Oskar, wir haben schon 2-3 Jahre mal geplant, gemeinsam angeln zu gehen. Haben wir natürlich nie geschafft, klar. Wohnen ja auch ein paar Kilometer auseinander entfernt. Aber jetzt ist es soweit. Wir haben jede Menge geplant. Wir haben ein paar Tage in petto und ich glaube, das wird ganz witzig. Ab geht's! Na guck, da macht er sich schon gemütlich, ja? Hier zum Rigsbinden gleich, oder was? Alles schon vorbereitet zu Hause. Was wirst du denn angeln? Rigmäßig oder? Ja, rigmäßig. Rigmäßig wie 90% der Fälle ein Spinnerrig. Ein Spinnerrig. Ja. Mit Pop-Up oder mit Wafter? Pop-Up. Du? Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz guter Tipp. Aber tatsächlich würde ich gerne auch einen Wafter angeln. Dann kann man tatsächlich auch im Spinnerrig ganz gut angeln. Ich habe mir noch nicht ganz so genaue Gedanken gemacht. Aber ja. Ich dachte, du hattest schlaflose Nächte wegen dieser Session. Ich hatte aber nicht wegen der Angelei, wegen mir, weil du dich so sehr darauf gefreut hast. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich habe mich wirklich gefreut. Ach, und das ist herrlich. Guckt an. Ganz kurz zum Gewässer vielleicht. Das ist ein Gewässer von, ja, vielleicht 2-3 Hektar. Das mag jetzt erstmal nicht so groß erscheinen. Allerdings hat das wohl irgendwie Verbindung zu einem Flüsschen, das hier in der Nähe ist. Das ist aktuell so ein bisschen eingetrübt und die Wassertemperatur ist laut David auch um 2-3 Grad gefallen jetzt die letzten Tage. Das heißt, es wird nicht ganz so einfach werden. Aber ich will da auch gar nichts großartig vorwegnehmen. Wir werden natürlich unser Bestes geben. Jetzt gleich erstmal ja, die Tiefe so ein bisschen ausloten, gucken, was da abgeht. Oskar hat seine Spots schon, der hat ja auch seinen Wunschplatz bekommen, für den wird's easy. Meinen Wunschplatz, meinen und deinen Wunschplatz. Ja, richtig, unseren Wunschplatz. Also, wenn da nicht bis zum Abend ein fetter Fisch auf der Matte liegt, dann ist es ohnehin schwierig für Oskar. Dann kommt er aus der Nummer auch gar nicht mehr raus. Oder, was sagst du? Wird schon klappen, ich bin optimistisch. Ja, ich bin auch optimistisch, dass der Fette dann bei mir beißt. Erst in der Nacht oder in 2, aber der Fette beißt dann bei mir. Alles gut. Ja, das Camp Krusty steht, aber bevor es jetzt erstmal daran geht, die Routen zu machen, brauche ich einen Kaffee. Ich bin nämlich schon ganz schön lange unterwegs heute. 3.30 Uhr Tagwache, 4 Uhr Abfahrt. Aber ganz ehrlich, bei so einer Aussicht, bei so einem reizenden Kollegen, da kann ja gar nichts mehr schief gehen. Ist einer schon fleißig? Oskar? Hat hier schon die neue Tasche am Start, ey. Ganove. Ein originaler Ganove. Was hat er drauf? Pinke Pöpkis? Get on the goo. Oder gelbe? Gelb und pink. Gelb und pink. Zum Anfangen. Ja? Schauen, was funktioniert. Okay. Ich glaube beides. Ja, das sind halt auch die beiden Killerfarben, muss man einfach sagen. Kleine Pop-Ups hat er da, 12 mm. Ja, anscheinend sind einige Brassen
Und deswegen hast du gedacht, gibst du mal kleine Pop-Ups drauf. Ich starte mal klein und dann schaue ich, wie es läuft. Wenn ich jetzt wirklich riesige Probleme haben sollte, werde ich einen bisschen größeren Pop-Up montieren, aber eine Passe, die kann eine 50er genauso einsagen wie einen 12 mm Pop-Up. Also ich denke nicht, dass das so einen großen Unterschied machen wird. Ja. Ich fange mal klein an, dann schaue ich, was passiert. Können wir uns ja noch steigern, ganz genau. Bedingungen sind echt geil, hey. Steht der Wind ja schön auf das Ufer. Tatsächlich hat sich einer in dieser linken Ecke schon gerollt vorhin, während wir aufgebaut haben. Glaube ich sogar ein ganz guter Fisch. Aber ja, das wird sich alles herausstellen. Und jetzt erstmal Kaffee. Ah, sehr gut. Ja, Mann. Erster Tag, ey. Na, wo ist er hin? Guter Fisch. Yes, boys. It's done. Ja, ey, der erste Tag ist gestartet, würde ich sagen. Jetzt gab es erst so ein bisschen Brassen-Action. Ein, zwei Fehlbisse. Man hat schon gemerkt, das sind kleinere Fische, aber jetzt tatsächlich hat sich der erste Karpfen gemeldet und es ist gerade mal der erste Tag hier gegenüber von mir. Geht die Sonne gerade unter.
Deswegen machen wir jetzt gleich mal ein paar geile Aufnahmen. Ich freue mich. So, und da ist der erste Fisch des Tages, der erste Fisch für mich der Tour. Und ganz ehrlich, besser könnte so ein erster Tag des Trips ja auch gar nicht starten. Heute gab es jede Menge zu tun. Wir hatten alle Hände voll zu tun, um es sozusagen Spots zu finden, zu filmen, jede Menge Tackle irgendwo zu verräumen. Und ganz ehrlich, so kann der Tag doch wirklich enden. Ich bin mega happy. Das ist zwar kein Riese, aber richtig geile Farben, richtig schön dunkel. Und dickes Bäuchlein hat der Gute auch. Ich bin gespannt, was die Nacht passiert. Bin gespannt, was die nächsten Tage uns erwarten wird hier. Und ich würde sagen, ich freue mich auf die Nacht. Los geht's! Damit hätte ich jetzt echt nicht mehr gerechnet gerade. Heute Morgen relativ früh aufgestanden. Die Nacht war so ein bisschen Rassenterror. Hab dann um 4 Uhr morgens gerufen, nochmal alle Balken neu gelegt. Und habe eigentlich gehofft, so ja, lege ich mal noch eine Stunde, zwei auf die Liege. Dann kommt bestimmt ein Biss. 6 Uhr, 7 Uhr morgens ist normalerweise ja eine gute Zeit. Eine gute Bisszeit. Da ist aber nichts passiert. Wir haben jetzt den ganzen Vormittag so ein bisschen gearbeitet. Die Routen einfach liegen gelassen. So ein bisschen Platz, so ein bisschen Ruhe gegönnt und jetzt aus dem Nichts um 10:30, dass die Hunde so richtig losgerattert. Ich bin gespannt, der Fisch fühlt sich sehr gut an tatsächlich. Ich kann mich jetzt erstmal darauf konzentrieren, um den Kescher zu kriegen und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Sehr, sehr geil. Jawohl, Leute, da ist der zweite Fisch der Tour und ich habe erst schon gedacht, ey, das ist ja wieder der gleiche wie gestern, weil er von der Form her tatsächlich ganz ähnlich ist, ist aber natürlich ein anderer Fisch, ich denke, das ist die gleiche Linie und die sind richtig prall, die Fische, ey, richtig, richtig krass, alles noch keine Riesen, aber so wird doch ein Arbeitstag auf jeden Fall richtig versüßt, geile Nummer.
Erste Nummer. Läuft noch einer ab. Direkt mittags. Okay. Puh, ey, der Wind bricht ganz schön auf jetzt mittags. Aber es ist noch eine Route abgelaufen. Ich muss mich gerade so ein bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht in die Schnüre von Oskar irgendwie einbaue. Aber das kriegen wir schon hin. Ah, ist echt krass. Ich bin jetzt, keine Ahnung, 20 Stunden oder so am Angeln. Ich habe eigentlich von Beginn an so ein bisschen darauf gehofft, weil wir eben sicher 3-4 Nächte Zeit haben, dass ich den Futterplatz einfach so ein bisschen aufbaue, konstant alle 8 bis 10, 11 Stunden mal ein paar Bombs fütter. Und jetzt haben wir 12:30 am zweiten Tag. Das ist der dritte Biss jetzt in sehr, sehr kurzer Folge. Komischerweise kommen die tatsächlich alles auf diese rechte Route mit dem gelben Pop-up. Wir werden mal sehen. Aber die andere Route liegt tatsächlich nur 5-6 Meter entfernt. Also scheint schon der gelbe Pop-up eine gute Anziehungswirkung zu haben. Passion Fruit gut. Ja, mal. So, und da ist der Mittagsschuppi. Gar nicht so schlecht tatsächlich, wie ich dachte zu Beginn. Richtig praller Fisch. Ja, und es läuft mittlerweile wirklich, wirklich gut. Tatsächlich ist bei Oskar auch gerade noch eine Route abgelaufen. Den Fisch zeige ich euch auch. Und danach noch bei mir eine. Also wirklich volles Chaos gerade. Wir haben jetzt ein bisschen was nachgefüttert. Einfach in der Hoffnung, dass die Fische so ein bisschen auf unserem Futter bleiben. Das ist echt krass. Bei mir diese Mischung aus Link und Cell, die nehmen die wirklich, wirklich gut an. Ich bin mal gespannt, was die nächsten Tage noch so passiert. Aber der geht jetzt erstmal zurück. Cooles Ding, ey. Was sag ich? Oskar hat sich hingekriegt, den Fisch scharf zu machen. Stimmt nicht, eine Lüge. Keine Lüge, tatsächlich, nee. Wir müssen gleich erstmal gucken, ob die Aufnahme wirklich scharf ist. Aber tatsächlich hat der Oskar auch gerade einen Fisch gefangen, der es richtig durchgerattert. Und ich zeige euch jetzt hier mal, was hier abgeht. So, mein Kescher ist wieder aufgebaut und Oskar hat einen richtig schönen Spiegler gefangen. Richtig, richtig gut. Ich denke, das ist der größte Fisch bis jetzt. Genau, ist einfach praktisch mit diesem Springbone-Netz. Du kannst einfach in die Erde drücken, boom, Route wieder neu legen, Fisch nochmal abfilmen, wenn das sein muss tatsächlich. Ja, und währenddessen ist Oskar schon wieder dabei, die Route startklar zu machen. Geil, Mann, jetzt läuft das hier. Genau so muss ein Arbeitstag aussehen, wenn es nach mir geht. Wenn es nach dir geht, Oskar, wie muss er da aussehen? Kuchen und Kaffee, oder? Ich bin, glaube ich, der einzige Italiener, der keinen Kaffee trinkt. Ja, das auf jeden Fall. Und auch der einzige bei Corda, der jetzt keinen Kaffee trinkt. Jetzt sieht es sexy aus, oder? Ja, jetzt sieht es sexy aus. Richtig gut. Mein perfekter Tag. Ja. Guter Fisch im Netz. Eigentlich ein Tag mit dir, da ist ja schon so perfekt. Ja, der ist, oder? Auch perfekt. Oh, danke, dass du das gesagt hast. Ja. Außer, dass ich gestern musste. Ich musste gestern Abend von einem Österreicher mich bekochen lassen. Und was hat er gewählt? Penne mit Tomatensugo und Mozzarella. Ich musste Nudeln essen von einem Österreicher. Ja. Ein Skandal, bitte niemandem erzählen. Ja. Sollen wir mal in deine Essenstasche gucken, welche Nudeln da drin sind? Lieber nicht! Kennt ihr diese fertigen Dosen Asianudeln? Genau sowas hat der mit und die ganze Box ist da voll. Das stimmt denn? Natürlich stimmt das. Natürlich stimmt das. Ich will ihn jetzt nicht entblößen, aber es ist traurige Wahrheit. So, gut. Genug gelabert. Jetzt müssen wir wieder was machen. Mal was Ordentliches wieder.
Meine Damen und Herren, es eskaliert völlig. Haha, geil, Alter. Ist ja unfassbar. Beide Kescher nass, einer noch mit Fisch, eine rot abgelaufen, ein Fisch noch in der Sling da, weil wir unterbrochen wurden. Ah, mega Junge, Session. Richtig geil. Muss mal kurbeln hier. Ja. Gib die Kamera an den Oscar ab. Aber scharf stellen, ja? Ja, Andi, da kann man nicht mehr viel machen, tut mir leid. Also wenn du jetzt entscheiden könntest, ja, zwischen einem 27,3 Kilo Stör. Nein. Du kennst meine zweite richtig Möglichkeit noch nicht. Oder zwischen einem 9,7 Kilo Schuppi. Für was würdest du dich entscheiden? Na gut, man muss es relativieren. Es gibt auch schöne Störe. Die Dinger mit 3 Meter irgendwo im Fraser putzen. River. So. Linse ist wieder sauber. Also wie gesagt, wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Stör und Karpfen, immer Karpfen. Und es gibt ja tatsächlich auch sehr, sehr schöne Störe. Die habe ich nur noch nie gesehen. Oder zumindest nur auf Instagram irgendwo. Was ist das, Andi? Das ist ein Spiegel auf jeden Fall und ich denke, wieder so in der Größe, die wir jetzt eh ein paar Mal hatten. Das ist gar nicht so schlecht, tatsächlich. Ah, ja, hole ich mir. Ich will 2 Kescher dabei haben, Oskar. Da habe ich noch einen weiteren im Auto. Wenn es so weitergeht, wäre es keine schlechte Idee, wenn ich 10 holen gehe. Ja. Oder du filmst einfach mal ein bisschen schneller. Brill ein bisschen schneller, mach die Bremse zu. Ja, genau. Jawoll! Bravo! Der ist gar nicht so schlecht. Sehr geil. Puh, zeig her. Regnet sich ein jetzt, oder? Ganz gut. So, nach so einem langen Tag gibt's heute einfach mal Raps. Oskar, ich wünsche dir guten Hunger, wo auch immer du bist. Lass dir schmecken. Sieht gut aus, genau beim Essen. Alles gut? Nehmen wir natürlich. Morgen, Oskar. Der ist schon fleißig. Und hier? Was passiert hier? Schnur geht auf Spannung. Muss ich annehmen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Der Tag beginnt
Mit einem kleinen Schuppi. Naja. Was hat denn der Gute? Ich glaube, der darf gleich wieder schwimmen gehen. Na komm. Dann ab dafür. Ah, das verspricht ein schöner Tag zu werden. Sehr geil. Ach, was ist das herrlich. Die Sonne habe ich dieses Frühjahr schon echt vermisst. Es war nämlich ja, bis Mitte April hinein, also bis jetzt im Grunde, ziemlich mieses Wetter. Aber jetzt kommt die Sonne raus. Der Oskar ist gerade eine Route am Neulegen, gerade eben eine Schleie gefangen. Ich habe ein bisschen E-Mail-Kram abgearbeitet, Feedbacks gegeben. Ja, und ich würde mal sagen, die Routen liegen wieder sauber. Die habe ich heute Morgen neu gelegt, neu geworfen, bisschen Futter drüber gefüttert. Und die Beißzeit ist ja, ja an diesem Spot, zumindest kommt es mir so vor, eher so gegen 10, 11 raus, mittags dann raus. Ja, und ich würde sagen, ich und der Oskar, wir werden jetzt die Zeit nützen, werden ein paar Kurzvideoformate drehen für Social Media und dann melde ich mich einfach nachmittags wieder. Ach Leute, wir haben jede Menge Kurzvideos gedreht und man kann es wahrscheinlich hier hinter mir sehen. Hier liegen noch offene Tüten Linkboilies, die gilt es gleich wegzuräumen. Ja, und der Oskar ist auch schon wieder am Werk hin. Bitte nicht stören, sonst landet die Drohne im Wasser. Sonst landet die Drohne im Wasser, ich störe nicht. Ich darf nur mal mitgucken. Ja, nice. Genau, das ist aktuell Stand der Dinge. Gewissen hat heute tagsüber nicht wirklich was. Was einerseits ja ganz angenehm war zum Videodrehen. Andererseits aber auch irgendwie ein Fragezeichen aufwirft. Ich werde dann jetzt gleich später abends ja, nochmal die Routen neu werfen. Bisschen Futter drauf geben. Ich habe ja heute Vormittag schon ein bisschen was drauf gegeben. Ja, und dann werden wir gucken, was da geht. David angelt auch eine Route mit Sigrid tatsächlich. Ah, Oskar furzt, ununterbrochen. Business as usual. Also das habe ich die ganze Woche schon so mitbekommen. Was ist Oskar? Furzt du die ganze Zeit? Das ist wahrscheinlich das Getränk von David. Wie heißt das jetzt? Mischmasch. Mischmasch. Rotwein mit Fanta. Also Sangria heißt in Slowenien Mischmasch. Heißt es in Österreich, glaube ich, auch. Fanta lustig. Und in Südtirol Fanta lustig. Das habe ich mit 16 getrunken vor dem Ausgehen. Ja, sehr geil. Schmeckt auf jeden Fall ziemlich lecker.
echt ein herrlicher Sonnenaufgang. Und ich habe heute Morgen nochmal alle Routen neu gelegt, alle beiden Routen. Und noch ein gutes Kilo Selbwallis da drüber verteilt mit dem Wurfrohr. Ja, und jetzt haben wir späten Vormittag. Und es scheint hier wirklich an diesem Gewässer die Beißzeit schlechthin zu sein. So 10, 11 Uhr vormittags geht das meistens so richtig gut los und zieht sich dann so bis 14, 15 Uhr raus. Dann gibt es oftmals abends auch noch eine Beißzeit. Die Nächte sind echt ruhig. Ich bin mal gespannt, was da jetzt gleich rauskommt. Der Biss kam jetzt tatsächlich auf den Snowman. Die meisten Bisse, die Tage, kamen jetzt ja wirklich auf diese kleinen gelben Passionfruit-Pop-Ups. Also wirklich, ich würde mal sagen, 80% der Bisse kamen auf diese kleinen Pop-Ups. Ja, und jetzt scheinen die aber auch so richtig auf die Sellboilies da draußen abzufahren. Ich bin mir sicher, dass die alles wegfressen immer. Weil die Action wirklich immer so 2-3 Stunden, nachdem ich fütter, kommt. Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. Jawoll! Ja, Mann! Der ist aber richtig ordentlich, der Fisch. Der ist ja geil. Das hat ja funktioniert, ey. Richtig guter Schuppi, Mann. Der ist gefangen. Yes! Sehr gut. Sehr gut. Juhu! Uah. So, und da ist der Gute. Ey, ich freue mich so, dass dieser Plan aufgegangen ist. Ich habe jetzt 3 Tage den Futterplatz so ein bisschen aufgebaut. Erst mit 15ern und 20ern begonnen, mittlerweile nur mehr 20er. Ich fütter die auch nicht mehr mit der Spom, sondern mit dem Wurfrohr, verteile die etwas weiter. Ja, und das ist das Ergebnis, ein schöner mit 30er. Und genau wegen so Fischen sind wir hierher gekommen. Geile Nummer, richtig geile Nummer. Ah, ich freue mich mega. Richtig gute Session, Oscar. So Leute, ich will euch jetzt mal was Kurzes erzählen, was ich ziemlich cool finde. Wir sind nämlich tatsächlich Anfang dieser Woche hier aufgetaucht und ich wusste ja nicht so richtig, was mich erwartet. Ich habe das Gewässer noch nie vorher gesehen, geschweige denn beangelt. Und ich habe 2 Rigs gebunden und tatsächlich hängen genau diese 2 gleichen Rigs jetzt noch immer da draußen, obwohl wir mittlerweile, ja, ich habe über 10 Fische gefangen. Oscar hat, glaube ich, auch über 10 Fische gefangen. Und die zeige ich euch jetzt mal ganz kurz. Ich habe begonnen damit, ein ganz klassisches Spinnerrig zu angeln. Und ich habe mein Spinnerrig, ja, im Grunde nicht ganz so aufgebaut, wie die meisten das machen. Der erste Unterschied ist, ich verwende hier nicht Boom, sondern ich verwende Hybrid Stiff. Und ich verwende vor allen Dingen ganz gerne den White Gip X in Kamakura. Warum das Ganze? Es funktionieren natürlich auch andere Hakenmodelle, aber der White Gip X ist einfach mein absoluter Favorit. Der funktioniert sehr, sehr gut am Spinnerrig und deswegen verwende ich den auch einfach hier. Das zweite Rig, das ich geangelt habe, ist genauso clever wie das erste Rig, wo man den Haken wechseln kann. Und das ist ein Multi-Kombi-Rig. Ich habe heute diesen, ja, richtig geilen Schuppi auf dieses Rig gefangen. Und am Anfang hat man gemerkt, okay, die Pop-Ups, die Spinner-Rigs sind deutlich besser weggezogen als diese, ja, ich würde mal sagen, doch relativ großen Snowmans. Und mittlerweile ist es so, dass wir auf die Snowmans Bisse kriegen. Und tatsächlich ist es so, dass ich noch immer das gleiche Rig da draußen liegen habe, wie ich es am Montag gebunden habe. Hier verwende ich einfach Boom in 0,55 mm, dann das Loop Braid für die weiche Sektion vorne und natürlich wieder ein White Gap X Haken und dann natürlich auch in der Kamakura Ausführung. In diesem Fall aber eine Größe 4 und
Diese beiden Rigs ermöglichen mir wirklich, dass ich einfach nur die Haken und die Hakenköder wechsle und eigentlich schon wieder im Rennen bin. Das ist super praktisch, wenn man nachts Fische drillt und vielleicht eh so ein bisschen verpennt ist oder was auch immer. Einfach einen neuen Haken einschlaufen. Die Hakenköder kann man sich tatsächlich schon vorbereiten, einfach aufs Baitfloss ziehen und irgendwo ablegen. Und dann ist man wirklich wieder super schnell im Rennen. Wie gesagt, diese beiden Rigs kann ich euch wirklich nur ans Herzen legen. Und wir haben jetzt noch eine Nacht vor uns. Wir sind auch ziemlich gerädert mittlerweile, das muss man schon sagen. Aber ich freue mich, dass die Session so gut gelaufen ist. Und ja, ich bin gespannt, was die Nacht bringen wird. Wenn ich an so ein Gewässer wie diesem hier ankomme, wo ich eigentlich nicht so richtig weiß, was mich erwartet, dann ist es natürlich immer so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, die Futterzusammenstellung so ein bisschen nach Bauchgefühl. Und ich habe damit begonnen, dass ich 15er Link und 20er Cell-Boilies fütter. Zu Beginn auch deutlich mehr kleinere Boilies, also eher Link-Boilies in 15mm und ein paar 20mm Cells dazu. Man hat aber dann gemerkt, nach ein, zwei Tagen, okay, es sind schon wohl auch kleinere Fische da. Und kleinere Fische, die gehen natürlich auch sehr, sehr gerne auf kleinere Köder. Und wenn man ein paar Tage Zeit hat, ein paar Nächte Zeit hat, dann hat man natürlich immer die Möglichkeit, das Futter so leicht zu verändern und einfach so ein bisschen selektiver zu gestalten. Und tatsächlich hat es bei dieser Session, es funktioniert ja nicht immer, aber sehr, sehr oft hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe also begonnen damit, dass ich diese Mischung aus 15er Link Boilies und 20mm Cell, beide mit Smart Liquid, mit der Swamp relativ genau füttere. Das heißt, der Futterplatz war relativ klein. Alles, was reinkommt und da frisst, hakt sich natürlich relativ schnell. Im Verlauf der Session war es dann aber so, dass ich gemerkt habe, okay, es kommen wirklich viele Bisse und bei der Fischgröße ist einfach noch so ein bisschen Luft nach oben. Deswegen bin ich dazu übergegangen, dass ich die 15er Links im Grunde weggelassen habe und nur mehr 20mm Cells gefüttert habe. Keine Partikel, keine Pellets, nur mehr 20mm Boilies. Und das hat auch tatsächlich sehr, sehr gut geklappt. Gemündet ist das Ganze jetzt in diesem schönen Schuppi. Und was ich noch gemacht habe, ist, ich habe das auch nicht mehr mit der Spomb gefüttert hin zum Schluss, sondern einfach mit dem Wurfrohr deutlich weiter verteilt. Das ist einfach eine Taktik, die kann ich euch auch ins Herzen legen. Wenn viele Bisse kommen und auch teilweise kleinere Fische dabei sind, einfach das Futter etwas weiter verteilen, nicht ganz so attraktiv gestalten und dann ist das eine runde Sache. So Leute, die Session ist beendet und tatsächlich hat sie mit einem richtigen Paukenschlag geendet. Der Oskar hat einen richtig geilen Spiegler noch gefangen, ebenfalls 17 Kilo schwer. Der David war auch gerade da und wir haben natürlich ein gemeinsames Gruppenbild geschossen. Richtig coole Sache. Es war auch schön zu sehen, dass die Boilies wirklich gut funktioniert haben, auch wenn wir die über mehrere Tage lang eingebracht haben. Ja, und zur Feier dieses Mainline-Launches packe ich euch ein richtig geiles Bundle von Mainline-Baits mit Hookbaits und mit den Boilies, mit Liquids. Und alles, was ihr dazu tun müsst, ist einfach unter dieses Video zu kommentieren, wie es euch gefallen hat. Ich freue mich natürlich, wenn ein paar positive Kommentare da sind, aber natürlich auch über positive Kritik bin ich immer offen. Ich würde sagen, für mich geht es jetzt erstmal nach Hause und in 2-3 Tagen schon wieder weiter für einen weiteren Videodreh. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.